Mein Name ist Elisabeth Hammer. Ich bin Ordinationsassistentin in Linz. Wir Ordinationsassistentinnen arbeiten täglich an vorderster Front in den meist überfüllten Ordinationen. Wir sind empathisch und verständnisvoll für unsere Patienten. Gleichzeitig handeln wir Wünsche und Beschwerden am Telefon. Gleichzeitig machen wir medizinische Handgriffe. Gleichzeitig sind wir für unsere Chefs und Chefinnen da, um ihnen den Alltag und den Arbeitsalltag zu erleichtern. Also es ist schon permanent Action und wie angesagt. Man muss auch sehr konzentriert arbeiten, weil Fehler vor allem in der Patientenkarteien sind unverzeihlich, sind nicht erlaubt. Man muss auf jeden Fall stressresistent sein, weil es ist wirklich oft so, dass ständig das Telefon geht. Natürlich hat man auch ein gewisses Maß an medizinischen Kenntnissen zu haben, medizinische Grundbegriffe natürlich und auch einige medizinische Handgriffe, die man machen darf und machen muss als Ordinationsassistentin. Man ist natürlich unterwiesen in Erster Hilfe. Es ist schon Verantwortung gefragt und auch notwendig. Und dafür verdienen wir ein ordentliches Gehalt. Der Gewerkschaft sollte man beitreten, weil diese Kollektivvertragsverhandlungen durch die Gewerkschaft und nur durch die Gewerkschaft für uns erledigt werden können. Und wir ohne diesen Verhandlungen, glaube ich, schon noch viel weiter hinten liegen würden, was momentan das Lohnniveau betrifft bei den Ordinationsassistentinnen.